Oha, was ist das denn? Ich wollte jetzt gerade die Aufnahme starten, jetzt kommt ihr hier lang, oder was? Ja, perfekt. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Way of the Hunter. Ich wollte eigentlich genau auf dieser Brücke hier die Folge gerade starten. Und dann kamen hier einfach zwei Füchse. Oh, das war sogar ein Herzschuss, oder? Ah ne, das leuchtet nur so, es war weiter unten. Aber das Kaliber ist, glaube ich, eh viel zu groß gewesen. Der ist null wert. Ups. Also, das war nicht gut. Aber egal. Nehmen wir natürlich mit. Verkaufen bringt auch nichts. So, und jetzt geht's los. Also der Rotfuchs soll heute auch gar nicht unser Jagdtier sein. Sondern habe ich jetzt extra auf eine bessere Waffe gespart. Nämlich diese hier. Das ist eine Klasse 6 Waffe. Damit können wir Bären erlegen. Und auch Elche. Und genau das soll heute auch unser Ziel sein. Außerdem habe ich jetzt auch noch ein neues Zielfernrohr, was ein bisschen besser ranzoomt. Und neues Fernglas. Und damit wird es dann hoffentlich ein bisschen besser heute klappen. Der Plan war es auf jeden Fall wieder in die Richtung... Ach, die Karte war hier, ne? Ja. In die Richtung nach da oben zu fahren. Hier in das Elchgebiet. Ihr seht schon, ich habe mittlerweile auch schon einiges erkundet, weil ich halt so schon ein bisschen gespielt habe. Das ist halt noch ein Fuchs. Es tut mir leid, Fuchs. Oh, das Geräusch. Ups. Kann nix dafür, wenn du über die Straße läufst. Aber Hauptsache, der ist noch mehr wert als der andere, den ich gerade mit der falschen Munition abgeschossen habe. Tja, so ist das. Oh Gott, ey. Ihr denkt euch jetzt auch wieder in den Kommentaren, was macht der da? Aber da kann man doch nicht widerstehen, oder? Also ich zumindest nicht. Ich bin da, glaube ich, zu sehr im Trollmodus für. So, aber jetzt strengen wir uns wieder an, bemühen uns und machen keinen Mist mehr. Und ab hier laufen wir dann zu Fuß weiter. Also ich gehe jetzt erstmal hier vorne zu dem Elch-Symbol. Und ansonsten, wenn wir da jetzt nichts sehen, auch hier unten am Wasser und sowas checke ich, dann gehen wir nochmal nach hier oben links. Oh, das sieht schon wieder so wunderschön aus. Ich liebe das Spiel von der Grafik. Aber sehen tue ich jetzt hier nichts auf den ersten Blick. Wir gehen mal noch weiter nach links. Oh, da ist auch irgendwas. Ah, eine Wildente, okay. Das ist für uns gerade völlig uninteressant, weil wir gar keine Flinte oder so dabei haben. Aber ich schleiche einfach jetzt mal hier am Rand ein bisschen weiter entlang. Vielleicht können wir auch einfach mal erstmal einen Moment hier warten. Kann ja gut sein, dass mit der Zeit noch ein paar Tiere hier vorbeikommen. Ich spiele dieses Spiel übrigens sehr, sehr gerne im Videoformat, weil es halt teilweise echt lange dauert, bis man dann Tiere findet und so. Und im Video kann ich dann einfach diese Wartezeit halt für euch rausschneiden. Das ist, glaube ich, ein bisschen angenehmer zum Zuschauen. Ich mag das Spiel momentan richtig, richtig gern. Ist auch mega entspannt. Also Enten gibt es hier ohne Ende. Aber das ist nun absolut nicht das, was ich gerade suche. Ich will etwas Großes. Ein Bär oder ein Elch? Aber es ist hier echt richtig tote Hose gerade. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe gerade mal was rausgefunden. Man muss hier mit Leertaste draufdrücken. Dann sieht man erst die Bedürfniszone. Das heißt, hier vorne, wo ich geparkt habe, da ist die eigentliche Zone von dem Elch. Bin ich hier unten voll falsch? Genau wie hier. Okay, das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier unten rüber. Na, hier sind auf jeden Fall diese Gebiete. Aber Elch habe ich noch nicht gesehen oder gehört. Vielleicht steht da ja auch eine Zeit dran oder so. Kann natürlich sein, dass wir jetzt komplett zur falschen Zeit hier sind. Da steht Häufigkeit oft. Vielleicht sollten wir uns hier einfach mal auf die Lauer legen. Da rechts ist es ja auch. Wäre halt cool, wenn wir irgendwie Highground oder so hätten. Aber ich weiß halt nicht, ob es weit genug weg ist, wenn wir zum Beispiel da oben hingehen. Da sind Elche. Oh mein Gott. Ich war hier schon gerade gemütlich am Essen.
müssen wir mal gucken, dass wir da eine Sicht drauf kriegen auf die. Also den anderen Ort habe ich jetzt aufgegeben. Die Elche haben sich nicht wieder gezeigt. Aber hier vorne ist zum Beispiel auch ein Trinkgebiet von Elchen. Das heißt, auch hier könnten wir uns mal auf die Lauer legen. Ist auch wieder oft, ne? Also eigentlich sollten wir hier irgendwann auch erfolgreich sein. Da vorne sind Elche. Die gehen natürlich von mir weg. Zwei Sterne. Aber das ist auf jeden Fall der mit dem größten Geweih. Wieso gehen die weg? Die haben mich nicht gesehen. Die gehen einfach wirklich durch Zufall weg. Das ist echt bitter. Das heißt, ich muss denen jetzt langsam folgen. Bin auf jeden Fall jetzt schon mal näher dran. Noch ein bisschen mehr von der Seite, das ist ganz gut. Die gehen da gerade den Berg hoch. Das können wir uns vielleicht zu Nutzen machen. Weil dann haben wir vielleicht einen freien Schuss. Ich habe übrigens auch mal eine Internetseite aufgemacht, um zu gucken, wo das Herz vom Elch ist. Weil das Chasen der Tiere ist ja echt schwierig. Da müssen halt die Schüsse sitzen. 200 Meter sind es circa. Die sind aber noch ruhig. Wir können noch näher ran. Wäre gut, wenn die jetzt stehen bleiben. Bewegung ist halt immer schlecht. Ah, der vordere, da steht er. Der sieht schon nice aus. Das ist genau 200 Meter. Wir müssen es jetzt versuchen, glaube ich. Wir haben auch eigentlich einen relativ klaren Schuss. Wir zeroen auf 200 Meter. Und ich versuche wirklich, das Herz zu treffen. Mal gucken. Müssen jetzt hinterher. Scheint nicht down zu gehen. Das war auf jeden Fall kein Herztreffer. Ich glaube irgendwie nicht, dass sie noch down gegangen ist. Oder oben sind die. Problem ist jetzt, ich bin den jetzt gefolgt. Und ihr seht jetzt ja oben, was dann rot steht. Jagderlaubnis erforderlich. Das heißt, ich dürfte nicht nochmal schießen. Also wenn wir die Leiche hier nicht finden, haben wir ein Problem. Wenn der erste Schuss jetzt verkackt war, dann ist es schlecht. Ich würde so gerne einen Testschuss gerade machen. Irgendwo da müsste das Herz sein. Irgendwo da. Ist halt echt immer schwer, wenn man nicht so viel Übung hat. Oh, da vorne ist ein Elch. Aber leider nur ein Weibchen. Aber meistens sind die ja nicht allein, ne? Der hat mich auch noch nicht bemerkt. Das Herz müsste irgendwo hier sein. Ich kann mal ganz kurz in den Fotomodus gehen. Muss den mal angucken vom Nahen. Nämlich auch echt cool. Also kann ich sogar spotten. Der Cheat-Mode. Ich komme leider nicht näher ran. Vielleicht können wir noch ein bisschen ranzoomen. Das ist weiter raus. Ah, näher ran kommen wir leider gerade noch nicht. Aber ist echt cool mit diesem Fotomodus. Aber er schaut mich direkt an, der weibliche Elch. Als ob der hier einfach so alleine ist. Oh, hier links. Oh mein Gott. Nicht aufstehen. Hinlegen. Alter. Das habe ich ja gar nicht gecheckt. Das ist einfach ein Männchen. Aber was für eins. Guckt euch das an, wie wunderschön das ist. Oh mein Gott. Wirklich wunderschön. Wir müssen es jetzt versuchen. Also es wird ja wahrscheinlich nicht weit sein. An der Distanz. 50 Meter oder so. Ja, 60 Meter. Hätte nur einen Stern, obwohl er so ein schönes Geweih hat. Aber komm, wir müssen es versuchen, Leute. Ungefähr. Wir haben ihn getroffen auf jeden Fall. Geht aber nicht down, das war kein Treffer. Schieß nochmal. Sicher ist sicher. Jetzt müssen wir schnell hinterher. Ich dachte schon, ich habe ihn verloren. Ich habe da nämlich keine Blutspur mehr gefunden. Dann haben wir gar nicht so schlecht geschossen. Oh, wir haben sogar das Herz getroffen mit dem ersten Schuss.
Wieso habe ich das denn nicht gesehen, dass der down gegangen ist? Ich dachte, der wäre weggerannt. Aber hier haben wir auf jeden Fall einen Herztreffer gelandet. Da hätte ich mir den zweiten Schuss halt sparen können. Sehr ärgerlich. Boah, ich bin trotzdem mega froh. Also, dass wir direkt einen Herzschuss schaffen, ist schon nice. Richtig cool. Der ist aber mega viel wert. Also, wir könnten das an sich gut gebrauchen. Der ist auch nicht so krass von der Trophäenbewertung. Auch wenn es jetzt unser erster Elch ist. Ich würde halt sagen, wir verkaufen den. Und sparen dann lieber auf neue Waffen und neue Visiere und sowas. Und vor allem auch neue Jagdgebiete. Oder wisst ihr was, Leute? Komm. Wir stopfen den aus. Unseren ersten Elch nehmen wir mit. Und dann reisen wir mal nach Hause. Weil das hat jetzt echt richtig lange gedauert, den zu bekommen. Hier so? Da könnte man auch einen Bärkopf machen. Aber den Elch. Da wäre er jetzt. Komm, das machen wir. Der ist zwar jetzt nicht so krass, aber wir machen das jetzt. Nice, Leute. Das ist doch cool. Jetzt haben wir unsere erste Trophäe hier. Unsere erste eigene Trophäe. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass ich immer viel mehr schleichen muss, viel mehr gucken muss. Und auch vorher gucken muss, genau wo das Herz liegt. Also wenn man auf ein Tier schießt, sollte man sich wirklich, glaube ich, vorher informieren, weil das Spiel hier wesentlich schwieriger ist. Gerade was dieses Fährtenlesen und so angeht. Und wenn man dann halt keinen guten Treffer landet, dann wird es halt schwer, die Tiere wiederzufinden. Und mit diesem wunderschönen Bild will ich mich jetzt von euch verabschieden. War jetzt letztendlich auch noch eine sehr erfolgreiche Folge. Und ich würde sagen, falls euch das Ganze gefallen haben sollte, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.